In der Version 3.70.9.1.6 gibt es eine kleine Neuerung. Und zwar, die Neuerung finden Sie unter Anwendungen, Buchhaltung und Buchungen. Hier können Sie ja bekanntlich ein Konto auswählen, also eine Kasse stellt ja auch ein Konto aus. Und nun können Sie Ihre Daten an den Steuerberater exportieren. Hierzu klicken Sie auf KNE-Export, wählen aus, dass Sie sagen, ich will jetzt hier das vom 01.01.2017 bis zum 31.01.2017. Was neu ist, ist Folgendes. Da die Steuerberater mit unterschiedlichen Software arbeiten, das heißt der eine Steuerberater verwendet Dativ-Software, der nächste verwendet eine Lexware-Software, der andere verwendet eine Kanzlei-Software und so weiter und so fort, haben diese Softwaren ihrer Steuerberater unterschiedliche Anforderungen. Diese Anforderungen können sich normalerweise etwas unterscheiden in Form der Länge der Sachkonten, die Sie hier einstellen können, und die Übergabe der jeweiligen Buchungsschlüssel. Was ist ein Buchungsschlüssel? Das heißt, diese zwei grauen Kästchen, also diese Optionsgruppen, sind neu, wo Sie sagen können, was er übergeben soll. Das heißt, Sie können sagen, der Buchungsschlüssel soll in der Regel normalerweise leer sein. So ist es normalerweise. Oder Sie können sagen, es soll der Dativ-Schlüssel 1 bis 9 sein. Dazu bloß ganz kurz erklärt, Anwendungen, Buchhaltung und Kategorien. Hier finden Sie Dativ-Mehrwertsteuerschlüssel bearbeiten. Das ist die Vorgabe von Dativ. So, das sind normalerweise auch die Buchungsschlüssel von 1 bis 9. Wenn aber die Software Ihres Steuerberaters ein anderes Format haben will, können Sie das jetzt ganz, ganz bequem einstellen. Anwendungen, Buchhaltung, Buchungen. Ich wähle jetzt wieder unsere Kasse 1 aus. Sag schließen, ja, ja, klar, toll. Buchhaltung, Buchungen. Nun wählen wir unsere Kasse 1 aus und sagen KNE-Export. Und dann können Sie sagen, okay, was ich will. Dann können Sie hier den Steuerschlüssel zum Beispiel übergeben als deklarierten Mehrwertsteuersatz, also 19. Oder wenn die Software Ihres Steuerberaters keine Komma akzeptiert oder immer eine Multiplikation mit 100 erwartet, dann müssen Sie natürlich sagen Mehrwertsteuersatz mal 100, weil dann macht die Software, dann sagt, okay, 19 mal 100 sind 1900 und intern macht die Importsoftware Ihres Steuerberaters wieder geteilt durch 100, dass dann tatsächlich 19% rauskommt. Also das müssen Sie halt einfach abklären. Oder Sie können sagen, pass mal auf, den Steuerschlüssel übergebe ich als Dativ-Schlüsselnummer, die wir gerade gesehen haben, die von 1 bis 9 deklariert sind. Genauso verhält es sich oben mit den Buchungsschlüsseln, die dementsprechend als Mehrwertsteuersatz übergeben können, als Dativ-Schlüssel 1 bis 9 übergeben können. Oder Sie sagen, nee, der Steuerberater braucht den nicht, dann wählen Sie hier einfach keine Übergabe, beziehungsweise dann ist der Buchungsschlüssel leer. Das klären Sie am besten mit Ihrem Steuerberater und stellen einfach mal eine Exportdatei. Und die lassen Sie Ihren Steuerberater anschauen und wenn der sagt, das und das muss anders sein, dann können Sie es hier bequem einstellen. Somit haben Sie zumindest eine größere Wahrscheinlichkeit, dass der Steuerberater mit Ihrer exportierten KNE, sprich Dativ-Datei, etwas anfangen kann. Abschließend sei nochmals vermerkt, für diejenigen, die das Video zu dem Dativ- oder KNE-Export nicht angesehen haben, dass der Export nur das exportiert, was Sie hier auf dem Bildschirm sehen. Das heißt, Ihre tatsächlich getätigten Buchungen ohne Berücksichtigung Ihrer Kostenrechnungsart, sprich 4.3 oder Bilanzierungsrechnung. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, hoffe, es hat Ihnen weitergeholfen und wünsche noch einen angenehmen Tag. Tschüss!